Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit einem Video zu Space Marine. Wir sind da gelandet gerade, wir haben ein Schiff zur Landung gebracht und haben die nächste Aufgabe, wir müssen uns mit dem Trupp treffen. Wir haben da jetzt in den Audio-Optionen was geregelt, es war ein wenig zu laut, so scheint mir, und wir starten da wieder durch. Und als Waffe haben wir da unendlich viel Munition, unser Schwert und unsere Pistole, soweit ich mich erinnern kann. Und irgendwie ist die Steuerung ziemlich schwammig, aber das macht ja nichts. Wie können wir sprinten? Aha, dann laufen wir mal zu. Aha, aha. Ja, ja. Was hast du? Tötet sie alle. Wo ist dann Nachladen? Die armen Jungs, die kleinen. Die sind ja aber extrem süß drauf. Bewahren Sie Ruhe. Evakuierungen müssen geordnet werden. Wann sind da Menschen so groß geworden? So, da verleuchtet etwas. Das holen wir uns dann. Zugriff autorisiert. Ah. Der Imperator sei mit Ihnen, Space Marine. Benutzen Sie die Waffe Boulder freigeschaltet. Der Punkt 998 Goodwin Schema Boulder ist das charakteristische Space Marine Kampfgewehr, das selbst angetriebene Sprengladungen abfeuert. Okay. Zum Schießen und zum Nachladen. Gut so. Dann geht's auf. Hier lang, Boys. Wir haben. Ich töte ihn als Erster. Oh. Und nachgeladen und weiter geht's. Ihr seht schon, ich und Shooter, das ist kein gutes Duo. Drum werden wir mehr mit dem Messer slashen, nehme ich an. Aber wir laufen da mal weiter. Ah. Geht irgendwo hinter. Wir haben da nicht unendlich Munition. Aha. Das sieht verdächtig nach einem Hinterhalt aus. Egal, wir laufen da mal. Mensch ist alleine! Und? Space Marines! Oh. Hab Space Marines gefunden. Wo kommen die alle her? Da rechts. Oh! Nochmal! Der Junge mit Chen. Menschens. Die Jungs haben im ganzen Spiel den besten Spruch drauf. Ah, das ist einer von uns. Captain! Vernichtet sie! Da kommen sie! Da lang! Da kommen da nicht raus! Greift den Witz! Oh oh! Komm und hol mich, Spectre! Wir haben da jetzt Mond aufgehoben und verstecken uns da jetzt einmal. Noch mehr Menschen sind da! Wir werden die da oben mal ausschalten müssen. Das. Oh oh! Noch welche? Ja. Granaten auch noch? Ja, das glaube ich doch nicht. Hat die mich jetzt erwischt? Ja klar. Nochmal, schieß doch mal auf mich!
schießt, da ballert mich. Ich glaub's ja nicht. Oh. Ich kümmere mich da oben mal um die Jungs, glaube ich. Leute, ist das blutig. Ich weiß bei dem Spiel nicht, soll ich lachen oder weinen. Sind Sie verletzt? Der Codex Astartes warnt aus gutem Grund davor, blind mit Sprungmodulen ins feindliche Feuer zu springen. Ihre Tage als Neuling sind vorbei. Warum sehen Sie es mit dem Codex noch immer so eng? Ich lasse mich von diesen Regeln leiten. Das tun wir alle. Es hat aber auch Vorteile, selbstständig zu denken, Leandras. Ja, ja, selbstständig denken, das ist immer so eine Sache, gell? Vor allem für einen Soldaten. So. Feind in Sicht! Oh. Die Jungs, die sind so arm, die Kleinen. So, Mund aufgenommen. Wir verbrauchen da ziemlich viel, ist mir aufgefallen. Wo müssen wir da jetzt lang? Wo ist denn unser Kollege? Da unten. Haben wir nichts übersehen hier? Seht ihr vielleicht irgendwo was leuchten? Ich hoffe, dass mit der Soundquali haut jetzt hin. Irgendwie kriege ich da immer verschiedene Signale rein. Bin mir nicht sicher, ob das so richtig rüberkommt. Ob irgendwas zu leise ist oder. Schaffen wir es zum Geschütz, Captain? Sidonus hat Übertragungen der imperialen Armee empfangen. Sie haben im Schatten dieser Kanone überlebt. Ich will wissen, wie. Ja, das wollen wir alle. Dann schauen wir gleich mal. Oh, da unten geht's ja schon ziemlich zur Sache. Weiterschießen! Weiterschießen! Oh, die haben meinen Kameraden da voll zerlegt. Töten alles in der Bunker! Oh. Der Adeptus Astartes ist hier. Die Engel des Todes kämpfen mit uns. Wo ist deiner? Den haben wir da. Ihr das gesehen, wie die da sich gegenseitig abschlachten? Wir müssen da ein wenig mehr auf das Schlachtfeld achten. Hier, da gibt es sicher noch Sachen, die wir total übersehen. Die Mund haben wir jetzt mein auch Lord, nicht aufgenommen. Mein Gott, nein. Sie haben uns gerettet. Erheben Sie sich. Sie haben sich gerettet. Wir hielten Sie für tot. Das wären wir auch, mein Lord, wenn da nicht der Leutnant gewesen wäre. Wo finden wir diesen Leutnant? An der Frontlinie. Folgen Sie dem Grabennetzwerk zum Kommandobunker des Leutnants. Machen Sie weiter. Wir treffen uns mit Sidonus. Dann suchen wir den Leutnant.
Wir brauchen neue Informationen über die Batterie. Ja genau, über die Batterie brauchen wir Informationen. Dorthin durch, meine Lords. Zur oberen Ebene raus und über den Plaza. Der Bunker ist dahinter. Haha, wir hatten jetzt mit uns da gesprochen. Der junge Mann. Und der legt Dauerlauf hin, ohne dass er sich vom Fleck rührt jetzt. Okay, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt für einen kurzen Schnitt und wir sehen uns. Ich denke, ich mache da noch ein Video dazu, wenn wir uns Informationen über die Batterie besorgen. Okay, Leute, wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns gleich wieder. Okidoki, euer Toso, ciao.